dann wo ich an. Was bei uns als Stromkiller spielt, der ist ja am stärksten gefährdet von dem Überstar-Syndrom. Bei ihm haben sie ja schon von klar auf und das hin. Dings. Weil der Vater hat ja selber die Gitarre gespielt, der Karasek-Blade. Kennt Karasek? Jetzt hat er ja schon als Kind oder schon so eine kleine Gitarre gehabt. Und dann ist er immer mitgegangen mit dem Vater in die Gastwirtschaft oder schon immer die Hand von trunken mit 6 Jahren. Mit 9 hat er sich zum ersten Mal das Rauchen angewendet. Zum zweiten Mal das Rauchen angewendet. So also ist das dahin gegangen, nicht? Drogenmissbrauch, was weiß ich. Aber auch die Gitarre hat er gespielt, bitteschön. Geht eh halbwegs, ne? Ich glaube mir nicht, das ist wurscht. Ich sage immer zu ihm, wer hat immer die Gitarrenvorbilder, ne? Die sind ja schon alle tot, ne? Nehmen wir zum Beispiel einen her, den Stevie Ray Vaughan, ne? Der war so wie du, immer gesoffen, immer die Gitarre gespielt, dann hat er zum Saufen aufgehört, Drogenmissbrauch, nix. Ist er mit dem Hubschrauber angestürzt. Tot! Ne? Deswegen sage ich. Ach so, jetzt weiß ich nicht, was ich sage. Ist ja wurscht, ne? Ich sage immer nur, wir spielen jetzt ein Lied von Stevie Ray Vaughan. Und dann, mehr so ein Ermahnungstext, wenn man sagt, Leopold, brav sein. Okay, look.